Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Boah, also, ich hab da so einen Song entdeckt. Ein Song? So was Schönes. Wie heißt der Song? Weißt du nicht? Der ist auf Englisch. So was hörst du? Ja. Das ist doch Hottentottenmusik. Nee, also der Rhythmus und die Melodie. Sing doch mal. Was? Versuch doch mal mitzusingen. Vielleicht kenne ich ja die Melodie. Lick a pussy, lick, licky, lick it like a lollipop. Nee. Suck it, swallow, put it in the mouth. Nee, Marianne, das sagt mir jetzt so erstmal nix. Ich glaub, das Ed Sheeran oder sowas. Ricky Martin vielleicht auch. Könnte auch von ihm sein, ja. Aber Marianne, jetzt mal ganz ehrlich. Was denn? Diese ganze neue Musik, das ist doch nix. Findest du? Auch was du da gerade gesungen hast. Ja. Da versteht man doch kein Wort. Aber die Melodie, die war doch schön. Früher, Marianne. Oh, was gab das da für schöne Musik? Was denn zum Beispiel? Am Tag, als Conny Kramer starb. Das ist doch schrecklich. Wunderschönes Lied. Damals bei Juliane Werding war ich auf dem Konzert. Und wie war's? Nicht so gut. Wieso denn? Nur wegen Conny Kramer. Die ist ja tot. Ach ja, stimmt. Aber Marianne, das war doch noch Musik mit Gefühlen, da schwang doch noch was mit. Ich fühle aber hier, wie heißt das, lick the pussy, finde ich auch gut. Die Flippers, Marianne. Also, da fühlt man doch noch das. Altersheim? Marianne. Lotusblume. Kenn ich nicht. Das war ein Welthit. Noch nie gehört. Warte. Nee, Helga, jetzt wirklich brauchst du mich noch, ich mach das wirklich... Okay. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne in Japan versank. Helga! Rot wie Mond war der Mund, der versprach. Helga! Worte, die ich niemals im Leben vergaß. Helga, ist gut, kannst du... Die rote Sonne von Barbados, kennst du das? Nee, muss ich jetzt auch nicht hören, also die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie immer noch. Okay, die Flippers sind ganz toll, ja, super das toll. Das kommt doch noch von Herzen, Marianne. Aber die Musik hat sich doch weiterentwickelt, Helga. Ja, zum Schlechten. Es gibt auch heutzutage tolle Musik. Was ist denn heutzutage bei den Kids so cool und angesagt? Bruce Springsteen. Kenn ich nicht. Der ist ein junger Mann. Der hat auch einen Hit gerade. Welchen? Summer of... wie war das Jahr nochmal? 97. Das kann sein, ja. Summer of 97, das versteht doch keiner. Die jungen Leute schon. Aber was denn mit uns Älteren? Du willst jetzt aber nicht sagen, dass für die ältere Generation musikalisch nicht genug geboten wird in Deutschland, oder? Wo denn, Marianne? Sag mir mal wo. Ungefähr jeden Samstagabend, 20.15 Uhr in der ARD mit Florian Silbereisen. Ach. Sommerfest der Volksmusik, Herbstfest der Volksmusik, Winterfest der Volksmusik, Frühlingsfest der Volksmusik. Aber Marianne, heute wird doch Musik nur noch für Geld gemacht. Nee. Wieso sind denn die Lieder heutzutage alle nicht länger als 2 Minuten? Keine Ahnung. Deswegen Spotify. Ja? Wenn die Lieder so kurz sind, dann wiederholen die Leute die Lieder immer wieder. Und dann gibt das mehr Klicks. Oha. Das ist alles nur noch kommerziell. Aber das war's doch früher auch schon. Und nein, Helga, das, was du jetzt anmachst, war früher... Hör auf, bitte, Helga, nicht nein. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Helga! Aber das Leben wird dir noch geben, was ist mit 17 dir verspricht? Helga! Einmal, da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Helga! Marianne, ich muss mal, man hat Hunger. Was gibt's denn? Hagebuttentee, dazu Schweinebacken mit Kartoffeln. Kenn ich nicht. So Schweinebacken. Hast du jetzt auf einmal was gegen Schweine oder was? Das ist doch ganz normal. So Tiere, sag ich mal, kann man doch nichts gegen haben. Krieg Knieschmerzen von. Ja, danke, gute Besserung. Ja, auch. Mutter.